Faktuelle Ohrensache. Frank Stelzer, der Erfinder des gleichnamigen Motors, wurde am 4. Februar 1934 in Görlitz an der Neiße geboren. Seine Erfindung ist genial, einfach und mehr als 4 Jahrzehnte alt. Sein Freikolbenmotor ist seit seiner Erfindung 1960 so weit gediehen, dass er heute mit Doppelvergaser läuft. Betrieben werden kann der Motor mit allem, vom Frittieröl über Diesel, Methanol bis zu Benzin. Es ist alles lediglich eine Einstellungsfrage. Der Stelzer-Motor besteht aus nur 8 Teilen, lediglich der Kolben ist bewegt. Im Gehäuse befinden sich 2 Brennräume mit Zündkerzen und 2 Vorverdichtungskammern, wo der Kolben hin und her schwingt und die Ein- und Auslassschlitze sowie die Überströmkanäle freigibt und schließt, verschleißfrei. Der Kolben kann durchbohrt sein, um Fluide durch den Kolben zu beschleunigen. Im Kreislauf mit einer Turbine ergibt sich so eine hydrodynamische Kraftübertragung. Sind die Kolbenenden als Zylinderpumpen ausgebildet, kann der Motor mehrere Hydromotoren oder Hubzylinder antreiben. Die Haltbarkeit liegt seinem Erfinder zufolge mindestens bei 400% gegenüber dem Ottomotor. Kein Wunder, dieser verfügt über 400 Teile, der Dieselmotor über 300. Der Motor könnte sofort in Produktion gehen, doch hat sich bis heute niemand gefunden, der ihn herstellt. Wer ihn wollte, wollte ihn für die Schublade. Monika Berger hat für Faktuell im Jahr 2003 ein Interview mit dem Erfinder, der heute abwechselnd in Oberursel bei Frankfurt und in Irland lebt, geführt. Anlässlich des bevorstehenden 72. Geburtstags von Frank Stelzer wird es nun erstmals in voller Länge veröffentlicht. Im ersten Teil erzählt Frank Stelzer, wie es zu seiner Erfindung kam, und er spricht über seine Visionen. Ja, ich bin natürlich in der Zeit geboren, weil, sagen wir mal, wo die Erwachsenen noch mehr Scheiße gebaut haben als heute. Und das habe ich natürlich mitgekriegt. Nicht? Als ich dann, sagen wir mal, in die Schule gekommen bin und sie wollten mir Sachen erzählen, die mir von der Logik her schon vollkommen, also überhaupt nicht real waren. Nicht? Ich kam damals in die Schule und den ersten Tag habe ich zum Lehrer gesagt, wieso seid ihr alle so alt? Und da sagt er, ja, die jungen Lehrer brauchen wir, um die zurückeroberten Länder zu besetzen. Dann hat er mir so eine Landkarte gezeigt, wo Deutschland so groß wie der Daumen war und die kleinen Länder um uns herum waren noch kleiner. Und dann zeigt er ein großes Land, das kann nur Russland gewesen sein, und sagt er, dieses gehört uns demnächst auch. Und da habe ich gedacht, ja, willst du mich verarschen? Wenn ihr jetzt schon die jungen Lehrer braucht, um diese kleinen Flecken zu besetzen, wie wollt ihr denn das Riesenland besetzen? Die werden doch nicht freiwillig Deutsche. Für mich waren in meinen Augen alle Deutsche Arschlöcher. Allen voran mein Vater, weil wir in der SA-Uniform gegangen ist, ist er so gerade gegangen wie sonst nicht. Und da habe ich hinter mir hergeguckt und habe gesagt, bloß nicht werden wie das Arschloch. Also gedacht, gesagt habe ich es nicht, weil ich ja wusste, noch ist er stärker als du. Und als dann der Krieg zu Ende war, dann habe ich gedacht, naja, Gott sei Dank ist der Scheißdreck zu Ende. Und dann habe ich ein paar Monate später gedacht, naja, ist derselbe Scheiß wie beim Hitler, nur unter einem anderen Namen. Und als ich aber die gleichen Erwachsenen habe jammern hören, kein Strom, kein Gas, nichts zu fressen, die früher an Hitler geschrien haben, dann habe ich gesagt, naja, also Frank, du bist Opfer der Situation, die die anderen durch ihre Dummheit verursacht haben. Aber du wirst und du musst einen Weg finden, auf dem du immer stärker bist wie die Situation, die die anderen durch ihre Dummheit verursacht haben. Und da habe ich gesagt, es gibt nur eins, das ist das geilste Produkt, das derzeit voraus ist. Wenn ein Fabrikbesitzer die Hälfte seiner Anlagen durch Bomben verloren hat, kann er das Gleiche nicht mehr herstellen. Wenn ich ihm eine primitive Konstruktion bringe, die denselben Effekt hat, kann er mit den verbliebenen Maschinen schon wieder arbeiten. Das war der Grundstein, um, sagen wir mal, damals heißt er geistige Eierleben. Aber ich war natürlich genauso blöde, etwas zu erfinden wie jeder. Und es fing dann damit an, dass ich dann versucht habe, irgendwas zu sehen. Und dann habe ich mich gefragt, Frank, was machst du denn eigentlich? Und da habe ich gesagt, naja, Frank, wenn du etwas siehst, was es schon gibt, dann ist es keine Erfindung, dann ist es nur eine Konstruktion. Dann bist du ja ein geistiger Dieb. Du darfst nur das benutzen, was jedem gehört. Was jedem gehört, gehört auch dir. Und dann habe ich gesagt, jedem gehört die Luft. Jedem gehört das Wasser. Jedem gehören die festen Stoffe, Steine. Und er sagt, naja, da hast du ja nicht viel. Am nächsten Tag hatte ich die erste richtige Erfindung. Die war so groß, dass ich sie niemals hätte realisieren können, ohne Protektion von Staat und Industrie. Und da habe ich dann gesagt, ja, Frank, so geht's nicht. Du musst etwas realisieren, was du realisieren kannst, ohne dass du Staat und Industrie brauchst. Und da habe ich mich dann gefragt, was ist die größte Kraft, die es gibt? Und da musste ich mir sagen, die größte Kraft, die es gibt, ist die Geschwindigkeit. Wenn ich ein Objekt beschleunige, geht das durch ein Stehendes hindurch,
selbst wenn das Stehende in der Struktur stärker ist als das Beschleunigte. Eine Gewehrkugel aus Blei geht durch eine Stahlwand aufgrund ihrer Geschwindigkeit. Und da habe ich mich gefragt, was hält jede Geschwindigkeit aus? Und da habe ich mir gesagt, das ist die Atmosphäre. Egal welche Struktur der Gegenstand hat, bei hoher Geschwindigkeit wird der Gegenstand durch die Reibung zersetzt, es entsteht Wärme. Und da habe ich gesagt, wenn ich das umdrehen würde und würde hochbeschleunigt die Luft an Gegenständen vorbeischicken, dann hätte ich Wärme. Aber die Luft muss eine sehr hohe Geschwindigkeit haben, mehr als 1000 Kilometer in der Stunde. Und da habe ich gesagt, das geht nicht mit Mechanik. Ein Propellerflugzeug kann keine Schallgeschwindigkeit fliegen, kann also auch keine Schallgeschwindigkeit erzeugen, die aber nötig ist, um durch die Geschwindigkeit Wärme zu erzeugen. Und da habe ich gesagt, Frank, du musst versuchen, eine Masse zwischen, es geht nur durch Schwingung, habe ich gesagt. Und dann habe ich gesagt, du musst versuchen, eine Masse zwischen zwei Brennkammern fliegen zu lassen. Und die Masse muss länger sein wie die Brennkammer, damit das gleiche Teil, was durch die Verbrennung in Frequenzen gesetzt wird, an der anderen Stelle im Medium durch die Frequenzen beschleunigen kann. Das war der Motor. Das hat vielleicht 5 Minuten gedacht, aber ich habe 6 Jahre gebraucht, bis ich die Kolbenform, das heißt die Motorform hatte, um dass ich wusste, er läuft. Und da habe ich ihn dann 1960 das erste Mal gebaut. Und dann habe ich geglaubt, ich habe es geschafft, weil der Motor läuft, ja, lief ja. Wie ich dann gemerkt habe, dass die Firmen auftauchen, zu denen ja auch Klöckner und Moldeutz gehörte, zu denen ich dann gesagt habe, nachdem sie den Motor 10 Minuten laufen sehen, gebt doch zu, ihr habt gewusst, bevor ihr kommt, außer Spesen nichts gewesen. Wir hoffen, sie schaffen es nicht, ihr Motor ist viel zu gut, der macht uns alle kaputt. Wenn sie es trotzdem schaffen, warten wir bis 81, dann laufen ihre Patente ab, dann können wir ihn bauen, ohne sie zu fragen. Da hatte ich aber in meinem Kopf schon die neue Version mit 3 Scheiben. Wo das Gas am Zylinderkopf reinkommt und dadurch eine wesentlich bessere End- und B-Ladung garantiert. Und da habe ich gewusst, dass das Patent bis zum Jahr 2002 dann reicht. Nicht? Aber das ist auch abgelaufen. Nicht? Aber das ist nicht so wichtig, weil, was ich ja vorhin schon gesagt habe, mit dem Motor muss man alles anders machen als gestern. Und wenn man das anders wieder schützen lässt, ist das selber, als wenn das Patent länger läuft. Nur mit dem Unterschied, es kostet halt wieder Geld. Nicht? Und wollen wir so sagen, wenn man in einer Situation wie 45 was erfindet, wo sie alle dann auch hungrig sind, mit weniger mehr zu erreichen. Aber das war ja die Zeit, wo ich es mir vorgenommen habe. Geschafft habe ich 60 in der Hochkonjunktur, wo dann ein Typ wie ich, der es versimpelt, nicht beliebt ist, weil die Industrie möchte ja da weiter produzieren, wo sie ihre Transferstraßen schon eingerichtet haben. Sie denken ja nicht in die Zukunft. Nicht? Und dadurch passiert es natürlich dann, dass man wieder überholt wird, in diesem Fall Deutschland. 1968 war einer von Ricaro sitzen bei mir, so ein richtiger Lackaffe. Und als er den Motor hat laufen sehen und wir haben uns unterhalten und da habe ich gesagt, naja, Deutschland verliert das Wirtschaftswunder wie den Zweiten Weltkrieg. Gut, dass wir den verloren haben. Sagt er, wie meinst du das? Naja, sag ich, wenn die Deutschen in der Scheiße sitzen wie 45, dann gehen sie mit allen Vieren durch. Wenn es sein muss, gehen sie noch mit der Schnauze durch. Und wenn sie es dann geschafft haben, halten sie das Kinn so hoch, dass sie nicht merken, dass neben ihnen jemand hochwächst. Sagt er, wie meinen sie das? Na ja, sag ich, eines Tages müssen wir den Asiaten in die Augen gucken. Und sagen wir, man rechnet am Anfang nicht damit, wie schwer es ist, sowas durchzudrücken. Aber man lebt am Ende damit. Es bleibt einem ja auch gar nichts anderes übrig. Man muss immer wissen, dass ein Fabrikant ja in erster Linie ein Materialist ist, der stellt sich ja nicht um und der denkt auch gar nicht dran, wenn er sich nicht früh genug umstellt, dass er dann überholt wird. Dafür haben wir viel zu viel Beispiele. Nehmen wir das Fax, was wir eben benutzt haben. Das war ja bei Siemens. Die wollten damals ihren Telex behalten, was ja schön teuer war. Zwischen 8.000 und 11.000 haben die, glaube ich, gekostet. Ja, und das Fax ist ja am Ende in Japan realisiert wird. Am Ende wird immer alles realisiert. Es dauert halt nur seine Zeit. Aber es ist natürlich eine Schande, wenn man das, wenn man nicht weiß, wie die Deutschland, was nun mal eine Industrienation ist, dass wenn man eine Industrienation bleiben will, darf man nicht zu lange verharren bei dem, was einem momentan Geld bringt. Man muss daran denken, dass es überholt wird. Und wenn man dann nicht dabei ist mit neuen Sachen, mit besseren Sachen, dann verliert man eben die Basis und man stürzt
nach hinten. Wir sind nicht umsonst heute nicht mehr auf Platz 1, 2, 3. Gab es da nie irgendwelche Förderer, die gesagt haben, ich nehme mich jetzt unter meine Fittiche, ich pumpe da Geld rein, ich will das... Sehen Sie zum Beispiel gerade das, was Greg Norman Deutz damals gesagt hat, das spricht ja deutlichst dafür. Einer von Krupp hat zu mir gesagt, der Motor ist nicht 10% besser, nicht 20, nicht 50, nicht 80%, er ist um das X-fache besser wie alles, was es gibt. Und ich habe am Anfang auch geglaubt, dass die sozusagen Transferstraßen, die sie aufgebaut haben und die vielleicht für einen Ottomotor bei 1000 Motoren pro Tag 1 Milliarde kosten, das wäre das Hindernis. Das ist kein Hindernis. 1 Milliarde ist heute kein Geld mehr. Die Problematik bei so einer Sache wie so einem Motor ist diese. Wir haben immer weniger Firmen, den Kuchen, Ottomotoren zu bauen, Autos zu bauen, teilen sich immer weniger Firmen. Selbst die Japaner oder die Koreaner, das gehört denen ja schon fast nicht mehr. Mitsubishi ist mehr Mercedes. Ich glaube, der Yu ist mehr Opel. Also ich kann das nicht genau sagen, zu was ich was machen muss. Aber diese ganzen Firmen fliegen weg und werden von den ganzen Konzernen à la General Motors, Mercedes und so weiter aufgekauft. In unserem zweiten Teil, den Sie morgen hören können, erzählt Erfinder Frank Stelzer, wie seine Erfindung unterdrückt wurde, warum er dafür sogar hinter Gitter wanderte und wieso er dennoch in Deutschland blieb.